Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Ich habe eine richtig dicke, fette Brand News Box und die möchte ich euch heute den Inhalt zeigen und mal schauen, was wir so Tolles drin haben. So, dann wollen wir mal schauen. Wir haben auch ein Heftchen dabei. Nennt sich Dein Winterwetter rette. Genau. Ein paar Wörter dazu. Man könnte jetzt noch die Winterzauberbox sich bestellen. Warenwert über 29 Euro für nur noch 14,99 statt 17,99. Aber der Inhalt sagt mir jetzt nicht so zu, dass ich sage, oh ja. Jo, ich würde mal sagen, leg das hier mal so hin, weil die Box ist so groß, ich habe keinen Platz dafür. Also es ist Wahnsinn. Also, das erste, was mir angezeigt wird, was hier im Heft ist, Knister, Knister, das sind die hier von Lay's aus dem Ofen mediterrane Kräuter. Als Kartoffelsnack mit dem Nutri-Score B ergänzen Lay's aus dem Ofen deinen Fingerfood-Auswahl mit 50% weniger Fett und 50% weniger Salz als herkömmliche Chips. Fehlt es bei der Sorte mediterrane Kräuter aber keineswegs an Geschmack. Auch diese Lay's aus dem Ofen Kartoffelchips überzeugen mit feiner Würz und Knusprigkeit. Launch Februar 2022 gibt es also schon ein Weilchen auf dem Markt. 100 Gramm für 1,79 €. Wo, ne, kann man probieren. Das gleich mal nach hinten. Das nächste, was wir im Heft haben, ist diese Flasche. Ich dachte erst, das ist so ein fertiges Trinken, aber nein. Capri Sun Sirup Berry Mix. Der Capri Sun Berry Mix Sirup ist bäriger Spaß in der Flasche. Rote Beeren und Vitamine vereinen sich zu einem köstlichen Genuss. Dieser Sirup wird mit stillen oder sprudelnden Wasser gemischt. So entsteht ein individuelles Erfrischungsgetränk. Dabei entscheidet jeder selbst für die Intensität des Geschmacks. 500 Milliliter für 3,49 € wurde im März 2022 veröffentlicht. Hat auch schon eine ganze Weile auf dem Markt und boah, mal schauen, ob ich es nutzen werde. Dann machen wir weiter mit auf der rechten Seite. Da haben wir dieses hier. Natuco-Rahmsoße und Soße zum Braten. Wir haben jetzt hier eine Rahmsoße, nutzen wir selten. Wir nutzen eher eine Soße zu braten, aber ist okay. Wenig Zeit, aber trotzdem soll es natürlich sein. Das sind die Natuco-Soßen die perfekte Antwort. Schnelles Kochen, das sich einfach gut anfühlt, ob am Familientisch, beim Essen mit Freunden oder für den gemütlichen Abend zu zweit. Natuco ist die zeitgemäße Antwort auf schnelles Kochen. Ehrliche Zutaten in bester Bioqualität machen Appetit auf eine gesunde und natürlich na nachhaltige Ernährung. Rahmsoße 150 Gramm für 3,49 € kann man auf jeden Fall mit nutzen, ne? Ist nicht verkehrt. Wie gesagt, ist okay, kann man gebrauchen. Es gäbe hier ein Zusatzprodukt, wenn man zum Beispiel die Besteller der Good News Box ist, dann hätte man noch eine Tafel Schokolade dazu bekommen, in zartbitter Mandel, Nougat, Haselnuss oder weiße Mandel. Blätter mal weiter. Das nächste, was mir angezeigt wird, wo ich ein bisschen schmunzeln muss, das ist schon interessant, aber okay. Toast. Wir haben hier von Golden Toast Bio Sandwich Hafer. Das neue Golden Toast Bio Sandwich ist ideal für die bewusst und verantwortungsvoll genießen möchten. Neben dem beliebten Weizenklassiker im biologischen Gewand erweitert das Bio Hafer Sandwich die Bandbreite von liegen um eine neue Getreidesorte. 375 Gramm für 2,29 € wurde im Oktober 2022 veröffentlicht. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Scheiben. Jo. Also auch ein normal praktisches Produkt. Das nächste Produkt gefällt mir leider nicht so sehr. Da bin ich ein bisschen traurig. Ihr seht, an sich cool.
Aber doof, denn wir haben ja von Dr. Pepper Zero. Mit Dr. Pepper Zero zeigt die amerikanische Kultmarke, dass man für ein unverwechselbares Geschmackerlebnis keine Kompromisse eingehen muss. Die einzigartige Kombination aus 23 Aromen wie Kirsche, Zimt, Marzipan und Mandeln kommt ohne Zucker für den Super Bowl als Limited Edition im American Football Design Launch 2019. 0,33 Liter für 1,29 €. Ich hatte zum Super Bowl uns die normale gekauft. Ist nicht so. Ich bin nur der Zero-Mensch. Muss ich gleich mal schauen, wo ich die Dose dann hinstelle, dass sie nicht stört, aber ich habe einen Platz. Prost. Ja, man merkt den Unterschied. Mein erster Schluck, man merkt gleich den Unterschied. Ich muss sagen, es ist wirklich nicht so. Zero ist nicht meins. Kann ich gar nicht ab und nee. Nee, das ist nicht unseres. Wir sind keine Zero-Trinker. Das nächste Produkt, das ist das hier. Und zwar Fitness-Original Frühstücksserealien. Die knusprigen Flakes aus gerösteten Vollkorngetreide und Haferflocken punkten durch ihren hohen Vollkornanteil von 58%, ob pur in Milch oder Joghurt oder als Crunch-Effekt in herkömmlichen Müslis. Mit diesen Frühstückscerealien eine leckere Quelle für Vitamine und Mineralstoffe wie Eisen und Kalzium. 375 Gramm für 3,99 €. Würde ich mir jetzt so nicht kaufen, ist mir zu teuer. Aber jetzt, dass es drin ist, kann man es auf jeden Fall mit essen. Dann das nächste, oder ich mache erstmal hiermit weiter. Und zwar haben wir diese Packung hier. Und zwar freche Freunde, sagt mir eigentlich was nur als diese Quetschis, okay? Knusperkugeln, Tomate, Paprika. Die Knusperkugeln mit fruchtig-milden Gemüsegeschmack sind ein toller Snack für zwischendurch. Mit Mark Mais, Pippa Paprika und Tom Tomate schmecken die gepufferten Bällchen allen kleinen und großen Knabberfreunden und das ohne Zucker und Salzzusatz. Die Zutaten enthalten von Natur aus Zucker und Salz. September 2022, 30 Gramm für 99 Cent, genau. Boah, kann man mal ausprobieren, ne? Das lasse ich mal weg. Ich blätter mal weiter. Genau, dann haben wir noch hier ein Produkt. Die Kinder-Duo-Kekse sind mein Geheimtipp für Ausflüge. Ferrero Kinder-Duo, genau, das haben wir hier. Und die Packung sieht so aus, sieht total lecker aus. Ferrero Kinder-Duo. Geteilter Genuss doppelt lecker. Die neuen Kinder-Duo-Kekse sind ein echter Genuss für alle Fans von Kinder. Die Kekse überzeugen nicht nur mit einem knackigen Biss, sondern auch mit leckerer Kombination aus Vollmilch und weißer Schokolade. Die praktische Verpackung lädt zum Teilen mit Freunden und Familie ein. Wird jetzt erst ist richtig neu, also das kommt jetzt erst auf den Markt. 150 Gramm für 2,49 €. Ja, man muss mal schauen, ob das schmeckt, ne? Man hat, wie gesagt, hier so Doppelkeks. Ich glaube, 12-mal Doppelkekse, wenn ich mich nicht täusche. Wir machen es jetzt mal auf. Da bin ich echt gespannt, wie die denn schmecken werden. Ja, genau, man hat 12-mal solche Doppelkekse und die können wir ja dann mal probieren. So, Leute. Also, man sieht hier viel Keks und wenig von der Kinderschokolade. Das ist ein bisschen schade, wie ich finde. Wirklich nur eine hauchdünne Schicht. Der Keks ist knusprig, erinnert mich an so ein bisschen an die Balsenkekse. Egal welche.
Und die Schokolade ist halt auch so ein bisschen wie die Basenschokolade, die da mal drauf ist. Wir haben nämlich bei uns so ein Outlet. Sagt man da Outlet? Ich sag mal auch Outlet, ne? Werkverkauf. Ne? Wo dann so größere Produkte davon verkauft werden. Also wie gesagt, schmeckt ganz gut. Aber es überzeugt mich jetzt nicht. Überzeugt mich jetzt nicht komplett, ne? Weiß ich nicht, es ist so ein bisschen, es überzeugt mich nicht zu 100%. Dann machen wir erstmal hier mit weiter. Und zwar habe ich jetzt hier zwei Dosen drin und das ist definitiv was für mich. Ich will das mal so zeigen. So sehen die aus, ne? Und die Dose hier, die hier. Das ist Collide Performance Drink Grapefruit Ingwer. Der Collide Performance Drink wurde für Personen mit einem ambitionierten Lifestyle entwickelt. Entschuldigung. Eine Dose enthält 5,5 Gramm Kollagen, ein Protein, das Knorpel schützt und Sehnen regeneriert. Zudem vereinen sich B-Vitamine und Koffein mit dem Grapefruit-Ingwer-Flavor zu einem natürlichen Geschmackserlebnis. PS, unter anderem auch in jedem Rossmann im Sport-Fitness-Ernährungsregal erhältlich. 250 Milliliter für 1,99. Also wie gesagt, wir haben hier Grapefruit-Ingwer. Aber es kommt mir bekannt vor. Ich glaube, wir hatten eine Sorte, hatten wir, glaube ich, in einem Adventskalender. Ich bin mir aber unsicher. Die nächste Sorte, da haben wir jetzt Minze Limette. Da steht jetzt auch noch mal was dazu. Kollagen, Vitamine und Koffein. Eine unschlagbare Kombination für ambitionierte Menschen. Genau, da steht halt praktisch genau noch mal dasselbe. Die Geschmacksrichtungen sind jetzt nicht meine. Also sowohl Grapefruit Ingwer als auch Minze Limette, aber oh, ich werde es auf jeden Fall trinken. Das werde ich jetzt dann nutzen. Genau. Und das Letzte, da steht hier, ein Geschenk für dich, um dir noch mehr Freude beim Auspacken und Ausprobieren neuer Produkte zu bereiten, haben wir einfach noch ein weiteres Überraschungsprodukt für dich in die Box gepackt. Probier was Neues und lass uns wissen, wie es dir schmeckt. UVP 1,79 € und die hatten wir auch in den Adventskalender drin gehabt. Die Karamell-Popcorn von Werther's Original. Ein extra Produkt nur für dich, nicht im Warenwert enthalten. Ich denke mal, das wird vielleicht auch so ein Restposten aus dem Adventskalender sein, würde mich also nicht wundern. Ist aber vollkommen okay. Die andere Tüte hatte ich soweit gegessen. Das heißt, die Tüte kriegt dann mein Freund zum Naschen. Und ja, dann haben wir alle eigentlich was abbekommen, weil mein Sohn, der kriegt dann die Kekse. Und das andere, so, das teilen wir uns. Also ist eine schöne Box. Also ich bin zufrieden, ne? Brand News Box, Brand News Box. Entschuldigung, aber ja, ich muss sagen, viele sind ja immer so ein bisschen enttäuscht von der Brand News Box. Hatte ich jetzt viel Negatives gelesen. Manche waren jetzt mit der anderen Firma zufrieden. Ja. Ich hatte jetzt schon viele Brand News Boxen immer mal wieder so zwischendurch, immer mal so Jahre auch dazwischen, wo ich die nicht hatte. Ich muss sagen, bisher hatte ich jetzt nicht wirklich so viel zu meckern. Übrigens, die Box habe ich jetzt auch günstiger bekommen. Da war in den Adventskalender noch so ein Rabattcode gewesen. Und da ich ja die Januarbox als Dankeschönbox bekommen hatte, hatte ich dann gesagt, gut, dann nehme ich die Februarbox und lasse mich dann überraschen damit und habe dann auch gespart nochmal. Fand ich ein schönes Angebot. Werde ich aber jetzt nicht weiter fortführen, außer es kommt jetzt ein tolles, richtig hammermäßiges Angebot. Dann werde ich vielleicht nochmal überlegen. Aber so war es jetzt erstmal wieder die letzte Box und dann schauen, was sich ergibt. Und wenn, dann werdet ihr es auf meinem Kanal sehen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. In den Kommentaren könnt ihr mal schreiben, wie ihr die Box fandet. Hättet ihr euch die Produkte so gekauft oder sagt ihr, na cool, die waren jetzt in der Box, kann man mal ausprobieren.
Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und dann bis bald.